überwiesen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Haben dort die erste Lesung eines Gesetzentwurfs der Landesregierung, Drucksache 5410. Wir debattieren über das Hochschulzukunftsgesetz, HZG NRW. In Verbindung damit beraten wir einen Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 5476. Open Access im Hochschulgesetz verankern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stärken. Ich eröffne die Aussprache und für die Landesregierung spricht nun zunächst Frau Ministerin Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die amtierende Landesregierung ist 2010 und auch 2012 mit dem Versprechen in den Wahlkampf gegangen, Bildung wieder als eine öffentliche Aufgabe zu behandeln. Dafür haben uns die Wählerinnen und Wähler einen klaren Auftrag erteilt. Und das gilt in ganz besonderer Weise für die Wissenschaftspolitik. Das Weltbild von der Bildung als Ware und der unternehmerischen Hochschule teilt die Mehrheit der Menschen nicht. Bildung ist ein gesellschaftlicher Auftrag und muss für alle offen stehen. Als ersten Schritt haben wir deshalb die Studiengebühren abgeschafft. Als zweiten Schritt reformieren wir nun das Hochschulrecht und damit lösen wir ein weiteres Versprechen des Koalitionsvertrages ein. Dass wir diese Reform besonders engagiert und auch gerne zugespitzt diskutieren, ist vollkommen richtig. Ich wäre auch enttäuscht übrigens, wenn das nicht so wäre, denn Bildung ist ein wichtiges Thema und es lohnt sich, um den richtigen Weg zu streiten. Wir wollen, dass die Politik bei der wichtigsten gesellschaftlichen Frage des 21. Jahrhunderts, nämlich bei der Bildung, nicht bloß Zaungast ist. Meine Damen und Herren, das aktuelle Hochschulgesetz gibt keine Antworten auf die Fragen der Zukunft. Es gibt keine Antworten auf wichtige Fragen wie den Studienerfolg, die demokratische Mitwirkung, die Frauenförderung oder die fairen Arbeitsbedingungen. Das Hochschulzukunftsgesetz setzt hier klare Akzente. Konkret: Das Hochschulzukunftsgesetz hebt gute Arbeit jetzt in Gesetzesrang. Es fordert einen Rahmenkodex, um die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen aus der Abwärtsspirale der letzten Jahre zu befreien. Gemeinsam mit den Hochschulen und den Landespersonalrätekonferenzen werden wir hier Maßstäbe setzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen gute Beschäftigungsbedingungen, denn sie legen mit ihrer Arbeit den Grundstein für den Erfolg unserer Hochschulen. Das Hochschulzukunftsgesetz steht für eine echte Förderung von Frauen. Angesichts einer Professorinnenquote von rund 20% verankern wir das Kaskadenmodell, quotieren die Hochschulräte und bringen mehr Frauen in die Verwaltungsräte der Studentenwerke. Das Hochschulgesetz fördert die hochschulinterne Demokratie und schafft in den Hochschulen eine zukunftsfähige Managementstruktur. Dazu modernisieren wir die Hochschulverfassung und bringen das Spiel der hochschulinternen Kräfte wieder ins Gleichgewicht. Hochschulen sind schließlich auch Schulen der Demokratie. Deshalb stärken wir zum Beispiel den Senat und ermöglichen die Gruppenparität. Dabei lassen wir Raum für individuelle Lösungen. Das Hochschulzukunftsgesetz sieht im Diversity Management nicht bloß eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. 27% der Studierenden in NRW haben zum Beispiel einen Migrationshintergrund. 13% leben mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. 4,5% der Erstsemester haben in Nordrhein-Westfalen kein Abitur. Damit liegen wir übrigens bundesweit an der Spitze. Angesichts dieser Fakten wird der Umgang mit Vielfalt und unterschiedlichen Startbedingungen der Studierenden zu einem ganz entscheidenden Faktor für die Zukunftsfähigkeit einer Hochschule. Und deshalb nehmen wir den Aspekt Diversity in den Aufgabenkatalog der Hochschulen auf. Das Hochschulzukunftsgesetz macht Studienerfolg zu einem Indikator für erfolgreiche Hochschulen. Wir können und wollen uns die Verschwendung von Talenten, Zeit
und Steuergeld durch eine viel zu hohe Abbrecherquote nicht länger leisten. Wenn zum Beispiel an den Universitäten in den Ingenieurwissenschaften 46% ihr Studium abbrechen, dann läuft etwas schief. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Hochschulen das Maßnahmenpaket erfolgreich studieren geschürt. Im Hochschulzukunftsgesetz schaffen wir die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass mehr junge Leute ihr Studium erfolgreich abschließen können, und zwar ohne Abstriche bei der Qualität. Zum Beispiel ermöglichen wir flexiblere Studienmodelle, das Studium in Teilzeit und eine individuelle Regelstudienzeit. Wir versetzen die Hochschulen in die Lage, ihre Absolventen zu befragen, eine verbindliche Studienberatung einzuführen und vieles mehr. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist geprägt von einer intensiven Dialogkultur der letzten Jahre. Im Rahmen der Anhörung der Hochschulen und Verbände konnten wir zahlreiche gute Anregungen in den Entwurf aufnehmen und Missverständnisse ausräumen. Zum Beispiel konnten wir Klarheit darüber schaffen, welche Transparenz wir in Zukunft bei der Forschung mit Drittmitteln einfordern. Der Prozess der Landesplanung und die Abstimmungswege zwischen Landesregierung, Parlament und Hochschule sind jetzt klarer beschrieben. Wir werden die engen Finanzverflechtungen zwischen dem Land und den Hochschulen weiterentwickeln und damit auch eine Anregung des Landesrechnungshofes aufgreifen. Wir schaffen einen Liquiditätsverbund, der die Finanzierung der Hochschulen sichert und zugleich die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wahrt. Bei vielen wichtigen Punkten konnten wir im Laufe der Gespräche einen weitgehenden Konsens erzielen. Von Beginn an nicht verhandelbar war jedoch unsere Forderung nach mehr Transparenz. Hier geht es tatsächlich darum, dass wir wissen wollen, was mit dem Steuergeld an den Hochschulen geschieht. In diesem Jahr sprechen wir dabei von einem Rekordbudget in Höhe von rund 6 Milliarden Euro. Dabei geht es um einige wenige vergleichbare Datensätze, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich ein in sich stimmiges Controlling im Hochschulbereich. Das führen wir mit dem Hochschulzukunftsgesetz jetzt endlich ein. Das Hochschulzukunftsgesetz bringt Hochschulen, Landesregierung und Parlament in einer gemeinsamen Entwicklungsplanung zusammen. Sie alle tragen für unsere Hochschulen Verantwortung und werden durch das Hochschulzukunftsgesetz wieder in die Lage versetzt, diese Verantwortung im Rahmen einer neuen Governance-Struktur nun auch wahrzunehmen. In der Verantwortung des Landes liegt insbesondere ein angemessenes und ausreichendes landesweites Angebot an Hochschulleistungen. Das umfasst zum Beispiel solch grundsätzliche Fragen wie ein überregional abgestimmtes Fächerangebot, eine ausgewogene Fächervielfalt oder auch die Auslastung der Kapazitäten. Hier gilt, wenn 37 Hochschulen für sich planen, kommt nicht automatisch das beste Ergebnis für das gesamte Land heraus. Was für eine einzelne Hochschule rational ist, bildet nicht automatisch gemeinsame Interessen ab. Diesen Irrweg des Neoliberalismus beenden wir mit dem Gesetz. Wir ermöglichen eine Landeshochschulentwicklungsplanung, die die Anforderungen an das Hochschulsystem in Nordrhein-Westfalen formuliert. Konkretisiert und verbindlich wird die Gemeinsamplanung dann durch individuelle Verträge mit den einzelnen Hochschulen, in denen Rechte und Pflichten sowohl des Landes als auch der einzelnen Hochschule festgehalten sind. Damit sowohl das Land als auch die Hochschulen sicher sein können, dass alle Beteiligten sich an die Regeln halten, besteht die Möglichkeit, unter sehr engen Voraussetzungen einen angemessenen Teil der Landeszuschüsse an die Hochschulen zurückzuhalten. Das Land hat so die Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Vereinbarungen auch kein Papiertiger sind. Zusätzlich kann das Ministerium nach Anhörung der Hochschulen Rahmenvorgaben machen. Der Anwendungsbereich solcher für Hochschulen gültigen Rahmenvorgaben ist klar beschränkt. Es umfasst laut Gesetz die genau umgrenzten Bereiche der Personalverwaltung, der Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten und das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen. Es geht um ehemals staatliche Aufgaben und nicht um inhaltliche Fragen von Forschung und Lehre. Es geht dabei wohlgemerkt um den Umgang mit Steuergeld in öffentlichen Hochschulen, und zwar in Form von allgemeingültigen Standards. Eingriffe in Einzelfällen sind ausgeschlossen, übrigens im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Sachsen, wo das Ministerium sich bei Personalfragen die Fachaufsicht über die eigentlich selbstständige Hochschule vorbehält. Meine Damen und Herren,
Nordrhein-Westfalen bleibt mit dem Hochschulzukunftsgesetz in Sachen Hochschulautonomie die Nummer eins unter allen Bundesländern. Es gibt also keinen Grund, die auch heute zu erwartenden, und Sie treiben es jetzt gerade wieder voran, die zu heute erwartenden Empörungsrituale weiter auf die Spitze zu treiben. Meine Herren, vor allen Dingen, der Blick über den Tellerrand zeigt, wer sich so empört, wie Sie von CDU und FDP das in den letzten Wochen und Monaten getan haben, steht mit seinem Verständnis von Hochschulautonomie ziemlich einsam da. Sie müssen sich das anhören. Keine andere Landesregierung. Keine andere Landesregierung, egal welcher politischer Couleur, hat das geltende Hochschulrecht in Nordrhein-Westfalen kopiert. Keine einzige. Das Hochschulzukunftsgesetz bringt Freiheit und staatliche Verantwortung wieder zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen guten Gesetzentwurf vorgelegt haben. Wir sorgen dafür, dass die Hochschulen in NRW auch in Zukunft stark bleiben. Ich bin auf Ihre konstruktiven Gegenvorschläge gespannt. Das ist es nämlich, was ich bisher vermisse. Mit einem bequemen "Alles soll so bleiben, wie es ist", werden wir die vor uns liegenden Herausforderungen jedenfalls nicht bewältigen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Als nächster Redner spricht für die Fraktion der Piraten der Fraktionsvorsitzende, Herr Dr. Paul. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Da ist er endlich, der lang ersehnte Hochschulgesetzentwurf. Zum Glück kann man sagen, nur ein Entwurf, denn das, was wir da lesen müssen, hat mit Hochschulzukunft leider nicht wirklich viel zu tun. Ach, warten Sie mal ab. Zaghafte Anstrengungen zur Demokratisierung der Hochschulen sind zwar zu erkennen, werden allerdings nicht klar formuliert, sondern eher auf die Grundordnungen der Hochschulen abgewälzt. Sie, Frau Ministerin Schulze, haben immer betont, Leitplanken einziehen zu wollen. Diesem wird nach unserer Auffassung dieser Gesetzentwurf nicht gerecht. Wir müssen aber das bisherige sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz durch ein modernes Gesetz ersetzen, das den Ansprüchen von Demokratie und Transparenz wirklich gerecht wird. Dabei sind folgende, auch in den bisherigen Zuschriften als wichtig angesehene Grundsätze zu beachten. Erstens, der Senat nimmt anstelle des abzuschaffenden Hochschulrates die Kontrollfunktion gegenüber der Hochschulleitung wahr. Hochschulräte sind, wie von mehreren Gerichten schon bestätigt, demokratisch nicht legitimiert und auch aus Sicht der grundgesetzlichen Freiheit von Forschung und Lehre nicht sachdienlich. Zweitens, im viertelparitätisch besetzten Senat werden alle Entscheidungen über die Ausrichtung und Wirtschaftsführung der Hochschulen getroffen, denn genau da gehören sie demokratisch auch hin. Drittens, die akademische und die studentische Selbstverwaltung bleiben erhalten, ihre Strukturen werden gestärkt. Demokratie kann nur funktionieren, wenn sie auch gelebt wird. Dafür sind akademische und studentische Selbstverwaltung ein Garant. Viertens, ein neues, modernes, transparentes Finanzberichtswesen muss etabliert werden, damit Politik und Gesellschaft nachvollziehbar wissen, was mit den öffentlichen Geldern im Milliardenbereich an den Hochschulen geschieht. Das wollen die Hochschulen ja auch. Aber dieser Gesetzentwurf ist da nicht konkreter geworden. Fünftens, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihr Bestreben der Erforschung, Vermehrung und Vermittlung von Wissen und Informationen werden in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Hochschulen sind immer nur Orte der Wissenschaft und nicht Wissenschaft selbst. Sechstens, die Arbeitsverhältnisse an den NRW-Hochschulen müssen überprüft und die Anzahl von Befristungen und prekären Beschäftigungsverhältnissen minimiert werden, damit der Arbeitsplatz Hochschule wieder an Attraktivität gewinnt, auch in dem Sinne, dass den dort Beteiligten sowas wie Lebensplanung ermöglicht wird. Hier hilft Freiwilligkeit nicht aus und das Hoffen auf die Einsicht der Hochschulen. Es war ein Fehler, den Hochschulen die Personalhoheit anzuvertrauen, weil es für die Beschäftigten zum Nachteil ist. Das gehört auch zu den bisher ungenannten Wahrheiten des Hochschulfreiheitsgesetzes. Siebtens, die Offenlegung der Zahlen und Verträge aller Drittmittelprojekte der NRW-Hochschulen muss garantiert werden. Hier haben Sie, Frau Ministerin Schulze, der aufgebauten Drohkulisse der Abwanderung der Unternehmen vom Forschungsstandort NRW
nicht standhalten können. Die Abschwächung im Regierungsentwurf ist nicht zu rechtfertigen. Wir wollen doch nicht, dass weiterhin Prozesse zur Informationsveröffentlichung geführt werden, wie an der Universität zu Köln. Auch hier sieht man, dass die Interessen der Wirtschaft höher bewertet werden als die der Bürgerinnen und Bürger. Achtens. Die Implementierung von Open Access in den Hochschul- und Forschungsalltag wird festgeschrieben. Dazu wird mein geschätzter Kollege Bayer nachher noch horizonterweiternd für Sie tätig werden. Neuntens. Die Grundprinzipien eines offenen, innovativen Netzwerks der akademischen Bildung in Nordrhein-Westfalen, in denen sowohl Wettbewerbs- als auch Kooperationserfordernisse in ausbalancierter Weise zur Geltung kommen, werden durch die Hochschulen selbst erarbeitet. Der aktuelle Gesetzentwurf schneidet zwar viele Dinge an, das ist erfreulich, aber er bleibt auf halber Strecke stehen. Wir bleiben bei unserer Bewertung, dass der Landesregierung der Gestaltungswille und der nötige Mut fehlen, auch unpopuläre Entscheidungen gegen Lobbyinteressen der Wirtschaft und der Hochschulleitungen zu treffen. Das zu ändern liegt jetzt an uns hier im Parlament. Aber wenn man sich anschaut, in welche Reflexhaltungen SPD und Grüne kommen, wenn der Wind entgegenbläst, können wir da leider nicht so viel erwarten. Diskutieren Sie an der Sache und vor allem mal mit den Betroffenen, und zwar allen Betroffenen auf Augenhöhe, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Der sogenannte offene Dialogprozess hat anscheinend ja zu einer breiten Ablehnung der Pläne geführt. Aber wir freuen uns auf die Debatten im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Paul. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Schultheiß. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, auf die Zwischenrufe reflexartig zunächst mal reagierend, um im Bild von Herrn Kollegen Paul zu bleiben, fällt mir ein Beispiel ein, das mir kürzlich eine kluge Frau an die Hand gegeben hat. Sie hat mir nämlich gesagt, wenn man in den Rückspiegel schaut, sieht man sich vielleicht noch selbst, aber nicht, wohin man fährt. Und das ist ihre Haltung, wenn es darum geht, das Hochschulrecht in Nordrhein-Westfalen zu novellieren. Das sollten Sie sich wirklich zu Herzen nehmen. Meine Damen und Herren, die Einbringung des Gesetzentwurfs des Hochschulzukunftsgesetzes ist in der Tat ein Meilenstein auf der weiteren Entwicklung des Hochschulrechts in Nordrhein-Westfalen. Und ich darf sagen, dass wir uns damit auch auf der Zielgerade befinden. Die Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung und die Landesregierung hat den Gesetzentwurf auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung von SPD und Grünen auf den Weg gebracht. Und ich lese Ihnen die Punkte noch mal vor. Vielleicht ist das auch ganz gut, um die Punkte in Erinnerung zu bringen, die dort vereinbart worden sind. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem Koalitionsvertrag von SPD und Grünen. Hier heißt es nämlich, mehr demokratische Beteiligung aller Gruppen innerhalb der Hochschulen durch die deutliche Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Studierenden und des Mittelbaus, unter anderem durch die Einführung einer Viertelparität. Dann heißt es dort, die Zuständigkeit und die Zusammensetzung der Hochschulorgane werden neu aufeinander abgestimmt. Das gilt insbesondere für die bisherigen Hochschulräte und die Senate. Weiterer Punkt, die Senate werden gestärkt. Weiterer Punkt, der Frauenanteil in den Hochschulgremien soll deutlich erhöht werden. Und schlussendlich, der Landtag beschließt auf Vorlage der Landesregierung künftig in regelmäßigen Abständen einen Landeshochschulentwicklungsplan, in dem die strategischen Ziele für die gesamte Wissenschaftslandschaft in NRW festgelegt werden sollen. Ja, meine Damen und Herren, was ist daran Ideologie? Tut mir schrecklich leid, es sind Vorgaben, die einer demokratischen Kultur entsprechen und auf dem geltenden Recht unserer Hochschulen aufbaut. Sehr geehrter Herr Dr. Berger, muss ich sagen, bei den Anhörungen ist die Anwesenheit der CDU-Fraktion ja immer sehr gering. Meistens sind sie allein dort. Aber gut, wenn das reichen soll, ist das die Entscheidung der CDU-Fraktion, meine Damen und Herren. Nur das am Rande bemerkt. Also, wir befinden uns auf der Zielgerade, was die Beratung dieses Gesetzentwurfs
angeht. Und jetzt müssen die Entscheidungen getroffen werden. Und wir gehen davon aus, dass das Hochschulzukunftsgesetz mit dem Wintersemester 2014/2015 dann auch in Kraft treten kann. Ja, Dialogprozess. Frau Ministerin Schulze, und ich glaube, da gibt es kaum vergleichbare Beispiele, was die Gesetzgebungsverfahren in NRW angeht, hat innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren mit den unterschiedlichsten Statusgruppen, mit der Öffentlichkeit, mit dem Parlament einen Dialogprozess organisiert, der vorbildlich ist. Und hier sind so viele Menschen beteiligt worden an der Meinungsbildung und schlussendlich dann auch an der Willensbildung, wie in kaum einem anderen Gesetzgebungsbereich. Und das sollte auch einmal lobend anerkannt werden. Das ist nicht einfach. Ja, Sie haben für sich immer alleine die Wahrheit, Herr Kollege Professor Sternberg. Das unterscheidet uns eben, dass wir demokratisch orientiert die Meinung derjenigen einholen, die von Gesetzen auch betroffen sind und mit den Gesetzen arbeiten sollen. Die übrig gebliebenen Punkte, die weiter in der Diskussion stehen, Frau Ministerin hat darauf hingewiesen, dass es einen Großteil der Punkte, die in der Verbändeanhörung vorgetragen worden sind, ja auch abgearbeitet worden sind in dem jetzigen Gesetzentwurf. Die wenigen Punkte, die übrig geblieben sind, die werden wir jetzt auch im weiteren Verfahren sicherlich beraten. Aber es lohnt sich einfach noch mal, die wesentlichen Punkte der Philosophie dieses Gesetzentwurfs noch mal in den Mittelpunkt zu stellen, weil die bei der Debatte, die öffentlich transportiert wird, immer meines Erachtens zu stark in den Hintergrund gerückt werden. Es geht in der Tat um die Verbesserung der Studienbedingungen für die Studierenden. Die Hochschulen sind für die Studierenden da und für die Forschenden, für die Lehrenden. Die Studienbedingungen müssen verbessert werden an unseren Hochschulen. Es geht um das Teilzeitstudium, das verbessert werden soll. Es geht um verbesserte Zugangsbedingungen für Studierende aus unterschiedlichsten Bildungsgängen, die in die Hochschule führen. Es geht um die Frage Diversity, Frau Ministerin Schulze hat nochmals darauf hingewiesen. Es geht um die Gleichstellung von Männern und Frauen in den Hochschulen, auch im Studium. Es geht um die demokratische Teilhabe, denn dort in unseren Hochschulen werden doch die Führungskräfte dieser Republik ausgebildet. Wenn man dort nicht in demokratischen Strukturen lebt, wie soll man sie denn nachher in der Gesellschaft vorleben? Das muss auch in einem solchen Prozess wirklich in sich aufgenommen werden, meine Damen und Herren. Es geht auch um Transparenz. Wir leben in einer Gesellschaft, wenn es um Betriebswirtschaft, um Volkswirtschaft geht, wo Sie Begriffe wie Compliance oder Unternehmenskodex immer im Munde führen. Wenn das richtig ist, dass es solche Vorgaben gibt, dann gilt das auch für unser Hochschulwesen und gilt auch für die öffentliche Verwaltung. Das wird hier umgesetzt, meine Damen und Herren. Und es geht natürlich auch um die gemeinsame Verantwortung von Landtag, Landesregierung und Hochschulen. Es ist eine öffentliche Aufgabe, die hier wahrgenommen werden muss. Und wir wollen dies auch ganz bewusst tun. Das heißt allerdings auch, dass der Landtag von Nordrhein-Westfalen nicht nur Hausnummern überweist, sozusagen an unsere Hochschulen, sondern macht, was mit diesem Geld gemacht werden soll, sondern dass der Landtag auch sagt, wo die strategischen Ziele dieses Landes liegen, in der Wissenschaftspolitik, in der Forschungspolitik, und dass dafür auch mit den Hochschulen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Das ist ein Selbstverständnis, das wir als Landtag von Nordrhein-Westfalen auch nicht aufgeben wollen und auch nicht aufgeben können. Damit nehmen wir die Gewährsträgerschaft gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land wahr, meine Damen und Herren. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Professor Sternberg? Sehr wohl, gerne. Das ist freundlich von Ihnen, Herr Sternberg. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schulte, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Meine Frage geht dahin, Sie haben gerade gesagt, dass das Parlament gestärkt wird. Jetzt lese ich hier in der Vorlage, die wir heute haben zum Gesetzentwurf, dass die Berichtspflichten gestrichen werden und auch die Befristung aufgehoben wird. Handelt es sich dabei um eine Stärkung des Parlaments, wenn hier, das ist nur ein Detail, maßgebliche Dinge außerhalb des Parlaments von Ministerium entschieden werden können und nicht mehr dem Parlament vorgelegt werden müssen? Also die Berichtspflicht einer Landesregierung gegenüber dem Parlament bleibt immer bestehen, Herr Kollege Sternberg. Das ist unser Selbstverständnis. Und
Der Kern ist doch, wir wollen einen Landeshochschulentwicklungsplan beschließen, der in Zukunft die zentralen strategischen Vorgaben macht, auf deren Basis die Landesregierung mit den Hochschulen dann auch vertragliche Vereinbarungen schließt. Und das ist eine Möglichkeit für das Parlament, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess einzubringen, den wir bisher nicht haben. Und insofern sehe ich sehr wohl eine Stärkung unseres Parlaments. Es hängt natürlich immer davon ab, wie man seine Möglichkeiten auch wahrnimmt. Wir wollen diese Möglichkeiten offensiv wahrnehmen, meine Damen und Herren. Das Thema Autonomie steht im Mittelpunkt. Die Autonomie ist in vollem Umfange gewahrt. Und wir werden die Autonomie, Frau Ministerin hat noch mal deutlich gemacht, dass wir hier nach wie vor das Bundesland Nummer eins sind, auch sehr genau im Auge behalten. Wir wollen die Autonomie unserer Hochschulen nicht beschädigen, wie behauptet wird. Ganz im Gegenteil. Und schauen Sie sich die anderen Hochschulrechte in der Bundesrepublik Deutschland an, dann werden Sie sehen, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen auf wesentliche Einflussnahme verzichten, die es im Land Bayern oder in Baden-Württemberg oder auch im eben genannten Sachsen nicht gibt. Hier bleiben wir dabei, unsere Hochschulen bleiben Anstalten öffentlichen Rechtes und in das Alltagsgeschäft unserer Hochschulen wird nicht eingegriffen. Dafür gibt es eine Stärkung der Gremien, der Organe der Hochschulen, die hier ihre Aufgabe wahrnehmen. Meine Damen und Herren, ich will kurz auch noch Stellung nehmen zu dem Antrag, der jetzt in diesen Kontext geraten ist, der Anbringung dieses Hochschulgesetzes. Das ist ja eine Detailfrage, Open Access, aber keine unwichtige, zugestandenermaßen. Aber man darf auch nicht den Eindruck erwecken, als ob wir uns hier am Anfang der Geschichte befinden. Es gibt ganz wesentliche Möglichkeiten auch bisher hier, was die Publikationen im Bereich der Wissenschaft und Forschung angeht, auch Open Access Möglichkeiten zu nutzen, wenn ich alleine an das Digital Peer Publishing denke. Aber es gibt darüber hinaus noch eine ganze Menge anderer Möglichkeiten. Wichtig ist, und deshalb begrüße ich auch die Vereinbarungen in der Koalitionsvereinbarung von SPD, CDU und CSU auf Bundesebene, dass hier auch weitere gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um Open Access zu stärken. Das sehen wir sehr wohl, dass das erforderlich ist, insbesondere auch durch eine Novellierung des Urheberrechts, wenn es um das zweite Urheberrecht, also um ein Beispiel zu nennen. Hier ist einiges zu tun und ich kann Ihnen zusagen, dass wir in der weiteren Beratung des Gesetzes auch diesen Aspekt mit prüfen werden, inwieweit hier landesrechtliche Handlungserfordernisse bestehen. Meine Damen und Herren, abschließend nochmals, ich darf Sie einladen, wirklich in eine Diskussion einzusteigen, die sich an der Sache orientiert, die in der Tat, Sie sprechen immer vom Weg, ich habe immer das Gefühl, Sie wollen gar keinen Weg beschreiten, Sie wollen stehen bleiben, Sie wollen keinen Weg beschreiten, das unterscheidet uns. Wir laden Sie wirklich ein, in eine offene Diskussion einzusteigen. Eine Bitte habe ich allerdings an die Kolleginnen und Kollegen und auch an diejenigen, die sich ansonsten an dem Diskussionsprozess um unsere Hochschulgesetzgebung beteiligen. Ich persönlich bin der Meinung, dass hier Stil und Sprache, die eingesetzt wird, auch dem Gegenstand, um den es hier geht, und auch dem Ansehen der Wissenschaft auch entsprechen muss. Ich hoffe, dass wir bei der Beratung im Parlament hier einen Schritt weiterkommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schultheiß. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Kollege Dr. Berger. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, mit der heutigen Debatte beginnt die parlamentarische Auseinandersetzung um einen Gesetzentwurf, der wie kein anderer dieser rot-grünen Regierung von einem nie dagewesenen Bündnis aller Beteiligten abgelehnt wird. Keine andere Ministerin dieses Kabinetts ist im Laufe einer Vorfelddebatte so sehr in die Kritik geraten wie Sie, Frau Schulze. Sie haben gesagt,
Sie wollten Betroffene zu Beteiligten machen. Ich sage Ihnen, Sie machen Beteiligte zu Betroffenen. Alle spüren, dass die Verabschiedung dieses Gesetzes erkennbar negative Folgen für alle Beteiligten haben wird. Verlierer werden am Ende alle sein: die Hochschulen, die bisher flexibel gesteuert wurden, die Studierenden, die von einem dynamischen Lehr- und Forschungsumfeld profitieren konnten, die Professorenschaft, die durch Flexibilität ihre Talente zeigen konnte, und Nordrhein-Westfalen als Bundesland wird jetzt mit diesem Gesetzentwurf unnötigerweise eine zentnerschwere Last in den Rucksack gelegt. Sie haben über Frauen gesprochen, über gute Arbeit, über Demokratie, aber die wichtigsten beiden Punkte, Forschung und Lehre, haben Sie überhaupt nicht erwähnt. Und angesichts dieser geballten Kritik ist es auch verständlich, dass wir jetzt heute hier diese Einbringung auch gar nicht prominent diskutieren, sondern lediglich als Tagesordnungspunkt 7. Sie wollen jetzt Ihr Gesetz weitgehend unbemerkt von öffentlichem Interesse in den Landtag einbringen. Und Sie haben auch dafür gesorgt, dass dieser Tagesordnungspunkt nicht prominent, sondern spät am Nachmittag behandelt wird. Allein das zeigt schon einiges. Aber grundsätzlich gilt, die Hochschulen sollen entmachtet werden. Sie sollen erst entmündigt und dann bevormundet werden. Am Ende steht eine Selbstermächtigung des Wissenschaftsministeriums am Parlament vorbei. Und das alles machen Sie, weil das erfolgreiche Hochschulfreiheitsgesetz von Andreas Pinkwart geschleift werden soll. Sie haben höhnisch erklärt, kein Gesetz hat eine Ewigkeitsgarantie. Aber das hat Herr Professor Pinkwart auch gar nicht vorgesehen. Im Gegenteil, Ende 2012 sollte das Hochschulfreiheitsgesetz, und das steht auch in dem Hochschulfreiheitsgesetz drin, evaluiert werden. Aber diese Evaluation haben Sie gar nicht erst in Erwägung gezogen, denn sonst werden die positiven Wirkungen der Hochschulfreiheit ja auch Teil dieser Debatte geworden. Und das wollten Sie verhindern. Sie haben jetzt auf über 360 Seiten vorgelegt, wie man die Hochschulen an die Kette legen kann, und Sie öffnen dem politischen Diktat Tür und Tor. Unsere wichtigsten Kritikpunkte sind: erstens, Sie erfinden Rahmenvorgaben. Sie erzeugen untergesetzliche schnelle Eingriffe am Parlament vorbei. Das Ministerium ermächtigt sich selbst zu Eingriffen im Bereich der Personalverwaltung, Haushaltsverwaltung, der Wirtschaftsangelegenheiten, bei Gebühren, Kassen und Rechnungswesen, also im Grundsätzlich fast irgendwie alles. Und das alles passiert am Parlament vorbei. Niemand, kein Student, kein Professor, kein Parlamentarier hat mehr Einfluss auf die Abläufe zwischen Regierung und Hochschulen. Auch wir Parlamentarier nicht. Und deswegen fordere ich auch alle Parlamentarier hier auf, insbesondere auch die Piraten, die ja auch gerne was von Partizipation immer erzählen, dass wir diesen Punkt der Rahmenvorgaben als Parlamentarier entschieden bekämpfen, weil es undemokratisch ist. Und ich hoffe auch auf Frau Seidel als Teil der Grünen, die das schon kritisch bemängelt haben, dass sie Rückgrat beweisen und nicht dem Beispiel des grünen Teils am Kabinettstisch folgen und dem Gesetz zustimmen. Hier im Parlament sollten wir uns Rahmenvorgaben nicht bieten lassen. Zweitens, Sie führen einen Landeshochschulentwicklungsplan ein, über den Sie politischen Einfluss auf die strategische Ausrichtung der einzelnen Hochschule ausüben wollen. Selbst Fragen der Forschung werden als Gegenstand in diese Pläne aufgenommen. Und es ist eben nicht so, wie Herr Schulz das eben erklärt hat, und da haben Sie die Unwahrheit gesagt. Der Landtag soll nämlich als Feigenblatt, als Feigenblatt die Eckpunkte des Landeshochschulentwicklungsplans im Benehmen begleiten. Von Verabschiedung und Diskussion dieses Plans ist überhaupt nicht die Rede. Er wird vorgelegt, wir sollen im Benehmen Ja sagen, und das war's dann. Und das ist das Gegenteil von politischer Beteiligung. Sie holen die Wissenschaftspolitik nicht ins Parlament, Sie führen sie am Parlament vorbei ins Ministerium. Und das ist der zweite Punkt, den sich kein Parlamentarier bieten lassen kann. Und weigert sich eine Hochschule, so wird dann der eigene universitäre Hochschulplan verpflichtend verordnen. Das empfinde ich schon als Entmündigung und Bevormundung. Drittens, der Hochschulrat soll entmachtet werden. Nicht nur bei der
strategischen Ausrichtung der Hochschule, sondern auch bei der Wahl der Hochschulleitung. Er ist nur zu 50% an der Wahl der Hochschulpräsidenten beteiligt. Gut, okay, da kann man drüber reden. Die Ernennung der Wahl des Hochschulpräsidenten erfolgt dann allerdings wieder durch das Ministerium. So, es steht nun zum Befürchten, dass die Entscheidungsträger, die Mitglieder im Hochschulrat sind, wenn sie nichts mehr entscheiden dürfen, dauerhaft kein Interesse mehr an einer Mitarbeit im Hochschulrat haben. Und 90% der Hochschulräte, 90% sind eben nicht Wirtschaftsvertreter, 90% der Hochschulräte sind hochrenommierte Professoren, und damit droht unnötig ein Verlust dieser Kompetenzen in der Wissenschaftspolitik. Viertens. Es wird die Möglichkeit eröffnet, an den Hochschulen eine sogenannte Zivilklausel einzuführen. Den Hochschulen soll damit verboten werden, militärische Forschung zu betreiben. Wir haben jetzt an vielen Stellen in diesem Haus schon mal darüber diskutiert. Es ist nicht eindeutig abgrenzbar, wo militärische Forschung beginnt und wo sie endet. Zivilklauseln sind daher ein Mittel, um Forschungsvorhaben politisch diskreditieren zu können. Es steht nicht mehr die Wissenschaft im Mittelpunkt der Debatte, sondern nur noch die politische Bewertung der Forschung. Und Spitzenwissenschaftler werden es sich sehr genau überlegen, ob sie an solch eine Hochschule dann in Nordrhein-Westfalen kommen wollen. Ein weiterer Nachteil für unser Land. Fünftens. Es wird eine Viertelparität vom Senat eingeführt. Dadurch werden Entscheidungen logischerweise verlangsamt. Sechstens. Sie schaffen zusätzliche Gremien, sie dehnen Anhörungsrechte aus, Entscheidungen werden verzögert und dem Einfluss politischer wie organisierter Interessen viel stärker ausgesetzt sein. Das wollen Sie ja. Sie wollen ja mehr Diskussion und Demokratie in die Gremien der Hochschulen bringen. Das kann man als Ziel aufrufen. Wir glauben aber, dass das nicht geeignet ist, Hochschulen im 21. Jahrhundert erfolgreich managen zu können. Siebtens. Die Anforderungen an das Studium werden aufgeweicht. Der Entwurf spricht nicht mehr von Noten, er spricht von Bewertungen. Zudem sollen auch die Anwesenheitspflichten von Studierenden in Lehrveranstaltungen abgebaut werden. Hier gilt, wieso hier an dieser Stelle auch wieder eine Detailsteuerung bis in das einzelne Seminar hinein? Der Professor, der Lehrende weiß doch selber am besten, in welcher Veranstaltung eine Anwesenheitspflicht angebracht ist und wo nicht. Im Übrigen, lebt auch eine Hochschule vom Diskurs, denn sonst können wir überall nur Fernunis einrichten. Also da bitte ich Sie auch an dieser Stelle noch mal drüber nachzudenken. Achtens. An einer Stelle sind Sie der Kritik, die Sie ja nun so umfangreich erreicht hat, entgegengekommen. Und das war aber ausgerechnet ein Punkt, bei dem Sie es gar nicht wollten. Ihr erster Entwurf sah die Veröffentlichung von Drittmitteln sehr umfangreich vor. Daran hat sich dann eine breite Kritik von Forschern, Hochschulen und Wirtschaft entzündet. Und Ihr Entwurf, und das ist so, ist in diesem Punkt jetzt völlig entschärft. Ich habe auch gehört, da soll auch der Wirtschaftsminister tätig gewesen sein. Das müssen wohl keine einfachen Debatten gewesen sein. Jetzt sollen also nur noch abgeschlossene Vorhaben veröffentlicht werden. Diesen Ärger hätten Sie sich sparen können. Sie haben jetzt Ihren Koalitionspartner verärgert. Den Grünen ist das Thema Transparenz ja auch wichtig. Und Ihr Vorgänger Andreas Pinkwart hatte eine Regelung geschaffen, bei der Sie jetzt wieder angekommen sind und mit der alle gut leben können. Und dass Sie am Ende hier an einer Debatte, an einem Punkt gelandet sind, den Andreas Pinkwart schon vor 8 Jahren ins Gesetz geschrieben hat, der zeigt, dass Sie Ihrem Ministeramt nicht gewachsen sind. Mit Verantwortung der Wissenschaft gegenüber hat dieses Verfahren gar nichts zu tun. Herr Kollege Dr. Berger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Abel? Ja, bitte. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Dr. Berger, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Ich habe mich gemeldet, als Sie zu den Drittmitteln sich geäußert haben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie in der ersten Runde der parlamentarischen Debatte noch gesagt, dass es des Teufels sei. Im Ausschuss haben Sie gesagt, wir würden die Wirtschaft aus dem Land treiben. In der zweiten Runde haben Sie dann gesagt, das wäre überhaupt nicht nötig. Das stände ja schon im Hochschulfreiheitsgesetz. Nun sagen Sie, durch die Konkretisierung, die vorgenommen wurde, weil in der Tat war der Begriff
Forschungsvorhaben in der Landschaft auch teilweise von Ihnen mutwillig anders interpretiert worden. Jetzt sagen Sie, dass das völlig okay sei. Wie stehen Sie denn nun zur Veröffentlichung von Drittmitteln an Universitäten? Können Sie das vielleicht mal erklären? Okay. Ja, gerne, Herr Kollege. Im Wesentlichen steht jetzt das im Gesetz, was vorher auch drin gestanden hat. Und genau das wollten wir. Und das ist der Punkt, und das ist für uns der Punkt, wo wir einfach sagen, okay, wir hätten uns die ganze Debatte ersparen können, wenn wir nachträglich Forschungsvorhaben veröffentlichen. So, die weitgehende Abschaffung von Hochschulfreiheit, die Verlagerung von Kontrolle ins Ministerium, das Aufblähen von Mitbestimmungsgremien, die Detailsteuerung, alles das wird die gute Entwicklung, die wir in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren unzweifelhaft erkannt haben, zum Erliegen bringen. Der Bund stellt 3 Milliarden Euro für Forschung und Wissenschaft zur Verfügung. In Bayern und Baden-Württemberg werden Konzepte entwickelt, wie die vom Bund bereitgestellten Mittel abgerufen und eingesetzt werden können. In Nordrhein-Westfalen findet das Gegenteil statt. Der Dialog mit den Hochschulen ist nachhaltig gestört. Sie haben 3,5 Jahre mit Betroffenen gesprochen. Sie haben ihnen aber nicht zugehört. Sie haben ihre Kritik nicht aufgenommen. Alle Betroffenen, sage ich mal, fühlen sich von ihnen nicht mitgenommen. Viele sind verärgert und enttäuscht. Mit dem Entwurf des Hochschulgesetzes, mit der Gehälteraffäre, mit der grünen Kritik reiht sich Tiefpunkt an Tiefpunkt in der Wissenschaftspolitik. Und ich appelliere jetzt an alle Abgeordneten von Rot-Grün. Als Parlamentarier sind mindestens 2 Punkte in diesem Gesetz, die wir uns als Politiker in diesem Haus eigentlich so nicht bieten lassen können. Der ganze Prozess zeigt, Planwirtschaft und Ministeriumsmacht will niemand und nützt niemand. Ziehen Sie diesen Entwurf zurück. Nehmen Sie sich selbst als Parlamentarier ernst. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Frau Dr. Seidel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Berger, das, was Sie eben zum Thema Transparenz in der Forschung gesagt haben, ist genauso von vorgestern wie das Hochschulgesetz von 2006. Wie Sie vielleicht auch schon mitbekommen haben, hat ja inzwischen auch der Evonik-Vorstand wie auch die Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen, mit denen ich gestern noch gesprochen habe, der geplanten Regelung im Gesetz zugestimmt, weil sie ausgewogen ist. Hier ist, glaube ich, die Balance zwischen der Transparenzpflicht einerseits und den schutzwürdigen Interessen der Wirtschaft andererseits gefunden worden. Und das ist auch richtig so. Und im Übrigen, auch beim Tierschutz gibt es viel Beifall, zum Beispiel bei den Tierschutzverbänden, aber auch bei der Bayer Pharma, um einmal auch die gegensätzlichen Parteien zu nennen. Worum geht es heute bei der Novellierung des Hochschulgesetzes? Es geht um eine bessere Landesplanung, eine Austarierung der Zuständigkeiten von Senat und Hochschulrat, um mehr Transparenz, um Partizipation und Gleichstellung. Und dabei orientieren wir uns als rot-grüne Koalition an der Vorstellung von Hochschulen, die autonom sind, aber in besonderer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Staat stehen. Und das von Ihnen, Herr Berger, 2006 auf den Weg gebrachte Hochschulfreiheitsgesetz hatte offensichtlich eine andere Vision, nämlich die der Privatisierung von Hochschulbildung, was ja insbesondere deutlich wurde, als der damalige Wissenschaftsminister zeitgleich mit den Studiengebühren um die Ecke kam. Und ich sage Ihnen, Herr Berger, niemand hat etwas dagegen, dass Fachhochschulen und Universitäten auch unternehmerisch tätig sein können oder Drittmittel einwerben. Aber im Kern sind Hochschulen eben keine Unternehmen. Sie stellen keine Produkte her und sie verkaufen sie auch nicht. Sie sind vielmehr Wissenschaftseinrichtungen, bei denen die Freiheit von Forschung und Lehre im Mittelpunkt steht. Und jetzt kann man in Bezug auf das Leitbild von Hochschule ja unterschiedlicher Meinung sein und das ideologisch rauf und runter diskutieren. Aber wenn Sie sich die Rechtsprechung zu den Hochschulgesetzen in anderen Bundesländern
Wenn Sie die ansehen, dann werden Sie erkennen, dass das bisherige Steuerungsmodell im Hochschulfreiheitsgesetz in entscheidenden Fragen auch rechtlich bedenklich ist. Es gibt Änderungsbedarf, unter anderem bei der Rektoratswahl und der Beteiligung des Senats bei grundlegenden Angelegenheiten der Hochschule, und das sieht der vorliegende Entwurf in diesen Punkten vor. Ein echter Webfehler war es auch, die Hochschulen rechtlich zu verselbstständigen und dabei zu vergessen, dass man für eine solch große Landschaft auch einen Masterplan braucht. Denn es ist doch klar, dass Hochschulen, die sich in einem Wettbewerb untereinander befinden, kaum in der Lage sind, die landesweite Gesamtentwicklung im Blick zu halten und sich entsprechend untereinander abzustimmen. Als neues Steuerungselement ist daher ein Landeshochschulentwicklungsplan vorgesehen, der dem Parlament Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Hochschulpolitik eröffnet, indem er die grundsätzlichen strukturellen Leitlinien für die Weiterentwicklung des Gesamtprofils der 37 nordrhein-westfälischen Hochschulen in den Blick nimmt. Ja, dann lesen Sie mal das Gesetz genau. Dann nehmen Sie, Sie haben es eben nicht verstanden. Da werden wir uns im Ausschuss auch noch mal im Detail darüber unterhalten. Wer diese Eckpunkte nämlich beschließt, ist das Parlament. So. Oh ja. Vielleicht lesen Sie auch noch mal den Begründungsteil, wenn Ihnen das dann leichter fällt, das zu verstehen. So. Sicherung der Fächervielfalt, Profilierung, Festlegung der Kapazitäten von Universitäten und Fachhochschulen oder qualitative Dimensionen des Arbeitsmarktes, um diese Themen geht es. Und es ist ja vollkommener Unsinn, wenn Sie in diesem Zusammenhang immer von Detailsteuerung oder ministerieller Steuerungswut sprechen, Herr Berger. Hier geht es vielmehr um eine Stärkung der Hochschulen durch den Gesetzgeber. Sie sichert den Hochschulen in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte, und Sie wissen alle, dass das der Hintergrund auch ist, eine breite Legitimationsbasis. Und wenn wir die Umsetzung, das war ja das andere Thema, was Sie angesprochen haben, Herr Berger, der Bologna-Prozess, wenn wir das uns angucken auf der Grundlage der KMK-Strukturvorgaben und der Lissabon-Konvention, wenn wir das an entscheidenden Punkten regeln wollen, dann tun wir das auch aus Verantwortung für unsere Studierenden. Und gerade die jüngsten Debatten über G8 oder G9 an den Schulen sowie über Arbeitsbelastung, Stoffhülle und Prüfungsdichte in den Bachelor- und Masterstudiengängen, die zeigen doch, dass es an der Zeit ist, sich über die Kultur des Lehrens und Lernens an unseren Bildungseinrichtungen ernsthafte Gedanken zu machen. Wie geht man mit dem Thema der Anwesenheitspflicht verantwortlich um? Und wie kann es gelingen, in den modularisierten Studiengängen Raum zu schaffen für mehr Flexibilität, forschendes Lernen und Zeit für die Reflexion des Gelernten? Wenn Sie hier von Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit sprechen, dann ist das geradezu zynisch, Herr Berger. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir neben Baden-Württemberg, die waren ja jetzt ein kleines bisschen schneller mit der Einbringung des Gesetzentwurfs, die Ersten sind, die eine flexible Frauenquote für Professuren gesetzlich verankern. Frauen sind in Wissenschaft und Forschung nach wie vor unterrepräsentiert. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen bei der Gleichstellung sind wir an den Hochschulen nur im Schneckentempo vorangekommen. Und das hat uns der Bericht des Netzwerks Frauenforschung im Ausschuss noch einmal sehr eindrücklich vor Augen geführt, den wir uns angehört haben in der letzten Sitzung. Durch die Einführung verbindlicher Quotenregelungen auf der Leitungsebene und das Kaskadenmodell sorgen wir für mehr Geschlechtergerechtigkeit an unseren Hochschulen. Auch das Thema gute Arbeit, die Ministerin hat es eben angesprochen, für unsere Beschäftigten wird seit der Verselbstständigung der Hochschulen immer drängender. Der im Gesetzentwurf vorgesehene Rahmenkodex soll gleichwertige Arbeitsbedingungen für das wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Personal im Wege eines bindenden öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen den Hochschulen, den Landespersonalrätekonferenzen und dem Ministerium landesweit sicherstellen. Ziel ist unter anderem eine nachhaltige Personalentwicklung und die Verhinderung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, wie wir zurzeit in ganz Deutschland vorfinden. Und wer vor diesem Hintergrund immer noch von Einschränkung der Autonomie spricht, lässt wesentliche Statusgruppen an unseren Hochschulen eiskalt außen vor. Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung in Bezug auf eine gute Lehre, nachhaltige Forschung, Gleichstellung und faire Arbeitsverhältnisse hat mit der Einschränkung von Autonomie oder gar Wissenschaftsfreiheit nicht im geringsten etwas zu tun. Verglichen mit allen anderen Bundesländern haben wir, was die Eigenverantwortung unserer Hochschulen angeht,
nach wie vor das freiheitlichste Hochschulgesetz in der Bundesrepublik. In Berlin sitzt das Ministerium mit im Hochschulrat. In Bayern ist die Berufung von Professorinnen und Professoren originäres Recht des Ministeriums. In 15 Bundesländern sind die Hochschulen noch nachgeordnete Landeseinrichtungen, die der unmittelbaren Weisung des Ministeriums unterstehen. Das ist die Wirklichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP. Insofern hoffe ich, dass Sie künftig etwas maßvoller mit Begriffen wie Entmündigung oder Steuerungswut umgehen, freuen uns aber auf die Diskussion in der kommenden Anhörung und sind gleichermaßen offen für alle vernünftigen und sachgerechten Änderungs- und Verbesserungsvorschläge. Kein Gesetz verlässt den Landtag, so wie es hineingekommen ist. Ja, gerne. Ja, dann bauen wir die da noch ganz schnell ein. Bitte schön, Herr Berger. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Da Sie ja jetzt die Freiheit betont haben, wie stehen Sie denn jetzt zu dem Instrument Rahmenvorgaben? Wir haben ja jetzt, lieber Kollege, noch eine große Anhörung vor uns, wo wir über das Thema Rahmenvorgaben ausführlich diskutieren können. Und ich denke, dass wir am Ende zu einer guten Lösung kommen, dass wir gegebenenfalls auch unseren Einfluss als Parlament in Bezug auf diese Rahmenvorgaben haben. Und ich bin da guter Hoffnung, dass wir dazu dann auch einem positiven Ende kommen. Danke. Ja. Jo, herzlichen Dank, Frau Dr. Seidel. Und die FDP-Fraktion wird nun vertreten von Frau Kollegin Freimuth. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Hochschulen haben die Freiheit des Hochschulfreiheitsgesetzes sehr verantwortungsvoll trotz knapper Finanzmittel genutzt. Den doppelten Abiturjahrgang gemeistert, die Absolventenzahl gesteigert, mehr Drittmittel eingeworben und Exzellenz in der Forschung ausgebildet. Es war also erfolgreich, den Hochschulen den größtmöglichen Handlungsspielraum zu eröffnen. Und wir sollten unsere Hochschulen auf der Grundlage des guten geltenden Hochschulgesetzes auch weiter an dieser Fortschreibung dieser Erfolgsgeschichte arbeiten lassen. Eine Erfolgsgeschichte, die im Übrigen unter dem heute in erster Lesung zu beratenden Gesetz nicht möglich gewesen wäre. Dieser Gesetzentwurf bricht mit einer Politik des Landes der letzten 20 Jahre, den Hochschulen eben mehr Freiheiten zu gewähren. Dieser Gesetzentwurf offenbart das abgrundtiefe Misstrauen der Landesregierung gegenüber den Hochschulen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in Kürze, weil wir jetzt nur wenig Zeit für die Beratung zur Verfügung stehen haben, einige wenige Punkte anführen. Ihre Problembeschreibung in Anführungszeichen. Bereits heute ist es Parlament und Regierung erlaubt, eine strategische Planung für den Wissenschaftsstandort zu entwickeln und diese über die Ziel- und Leistungsvereinbarung auf Augenhöhe mit den Hochschulen dann auch gemeinsam partnerschaftlich umzusetzen. Sie haben das in 4 Jahren eben nur nicht gemacht. Und dieses Versäumnis, Ihr eigenes Versäumnis nun als Problem zu beschreiben, das es faktisch nicht gibt, das hat schon was. Bei dem Stichwort Transparenz, Frau Ministerin, es ist hier gerade angesprochen worden. Es gibt so viele Berichte zu allem und jedem Thema von den Hochschulen. Online, gedruckt und so weiter und so fort. Und es wird teilweise ganz offenkundig gesagt, ja, aber das liest doch keiner. Aber das ist doch nicht das Versäumnis der Hochschulen. Sondern hier gibt es die Transparenz, auch was mit den öffentlichen Mitteln passiert. Man muss nur in der Tat dann auch lesen. Die Lösung, in Anführungszeichen, Landeshochschulentwicklungsplan, der als Rechtsverordnung im Benehmen mit dem Landtag zur Steuerung der Hochschulen genutzt, ein angemessenes, was auch immer das dann sein mag, Angebot an Hochschulleistungen erreichen soll. Benehmen, wieder einmal friss oder stirb, im Einvernehmen, das gäbe dann dem Parlament ja wenigstens noch Gestaltungsräume. Meine Damen und Herren, die Hochschulen haben doch längst sehr verantwortungsvoll und effizient gehandelt. Das haben Sie sogar auf meine kleinen Anfragen hin ja selbst bestätigt. Die kleinen Fächer sind quietschfidel. Es gibt eine größere Fächervielfalt und sogar genügend Studienplätze für Lehrer an Berufskollegs. Es will bloß keiner studieren. Offensichtlich soll hier in einem nächsten Schritt dann irgendwann auch der Zwang, ein solches Studium zu ergreifen, eingeführt werden, genauso in etwa wie bei dieser Frauenquote letztlich dann die Zwangshabilitation bei entsprechender Befähigung verankert werden soll. Meine Damen und Herren, anstatt die Hochschulen in der Eigenverantwortung zu unterstützen, wollen Sie über die Landesplanung sogar in die Fragen der Forschung hineindiktieren. Und meine Damen und Herren, haben Sie schon mal Artikel 5 gelesen? Wissenschaft und Forschung sind frei.
Wir wollen weder eine Zensur noch eine Selbstzensur der Forschung. Und aus diesem Grund lehnen wir auch die von Ihnen geforderte Zivilklausel ab, weil sie Forschung, Innovation und Fortschritt verhindern. Forschung muss frei sein, frei zur Verantwortung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als weiteres Instrument in Ihrem Steuerungswahn, das ist ein Wort, was in der Tat nach wie vor häufig auftaucht, sollen Rahmenvorgaben zum Einsatz kommen. Eingestaubter Autoritätsglaube gepaart mit Regelungsfetischismus. Und es tut mir leid, es mag Ihnen nicht gefallen, aber genau das ist es. Und bei Verstoß gegen die Rahmenvorgaben können selbst unterjährig Mittel den Hochschulen entzogen werden. Frei nach dem Motto, wer nicht spurt, wird ausgehungert. Eine solche Behandlung haben unsere erfolgreichen Hochschulen wahrlich nicht verdient. Gerade dadurch wird nämlich die Planungssicherheit gefährdet. Mit Blick auf die befristeten Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen in der Tat ein Bärendienst. Ist das Ihr Verständnis von guter Arbeit? Wenn man daran wirklich was tun wollte, dann sollte man endlich mal die Globalbudgets aufstocken. Die sind nämlich seit Jahren stagnierend und nicht immer nur auf befristete Finanzmittel setzen. Aber das ist halt genau der dialogische Stil. Die Beteiligten an den Hochschulen sind ja auch in der Vergangenheit in dem jetzt 3,5 Jahre andauernden Dialog quasi ständig von Ihnen nur abgewatscht worden. Sie haben die massiven Bedenken ignoriert und die zahlreichen Änderungsvorschläge aus den Hochschulen verworfen. Sogar Ihr eigener Koalitionspartner bleibt davon nicht verschont. Und mir ist in der Tat völlig gleich, wer von Ihnen letztlich hier das Gesicht wahren kann. Der Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen ist zu wichtig für einen solchen Kinderkram. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gegensatz zum Referentenentwurf ist nunmehr wieder vorgesehen, dass in den Hochschulräten auch wieder Hochschulmitglieder vertreten sein können. Prima. Auch ist der Unsinn raus, dass den Universitäten das Promotionsrecht entzogen werden könnte, mal abgesehen davon, dass das sowieso das Verfassungsgericht gekippt hätte. Gegenüber dem Referentenentwurf gibt es nun auch eine Änderung bei der Transparenzklausel bei der Forschung mit Mitteln Dritter. Und Herr Kollege Berger, es ist eben nicht die Regelung, die im Hochschulfreiheitsgesetz drinsteht. Die ursprünglichen Ideen, die in der Tat im Raum standen, waren nun wirklich der massive Beweis dafür, dass diese Regierung von Wirtschaft und anwendungsorientierter Forschung sehr, sehr weit entfernt ist. Jetzt ist eine Veröffentlichung abgeschlossener Projekte vorgesehen. Es fehlt aber ausdrücklich eine Zusicherung einer angemessenen Vertraulichkeit gegenüber dem Drittmittelgeber. Und auch wenn unsere Hochschulen den Datenschutz vielleicht sorgfältiger beachten als Ihr Ministerium, Frau Ministerin, braucht es eine weitere Garantie, wenn wir auch zukünftig private Drittmittelgeber gewinnen wollen, zum Beispiel aus dem Bereich unseres heimischen hochinnovativen Mittelstandes, weil Evonik ist da offen gestanden nicht meine Hauptsorge. Völlig irrig ist allerdings die Annahme, dass dieses Gesetz nicht zu Mehrkosten führen wird. Ihr Regulierungs- und Bevormundungswahn schafft Bürokratie und damit auch Kosten. Ich würde mir wünschen, dass die Mitarbeiter Ihres Hauses ihre Ideen auf die Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes verwenden dürfen, anstatt die Hochschulen gängeln zu müssen. Die Mitarbeiter in den Hochschulen haben bewiesen, dass sie in Freiheit und Verantwortung Großartiges leisten. Und warum diese stattdessen ihrem Bürokratismus frönen müssen, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Mehr Bürokratie verlangt dann auch einen finanziellen Ausgleich, sonst kann das eben nur zulasten von Lehre und Forschung gehen. Und das wäre in der Tat fatal. Wir müssen in der Tat die Studienbedingungen und die Betreuungsrelationen für die Studierenden verbessern, aber das steht leider offensichtlich nicht auf Ihrer Agenda. Schade eigentlich. Was dieser Gesetzentwurf mit der Hochschulentwicklung für die Zukunft zu tun haben soll, bleibt wohl Ihr Geheimnis. Auch, Frau Ministerin, sind Sie bislang jede schlüssige Antwort schuldig geblieben auf die Fragen, warum erfolgte die im Gesetz vorgesehene Evaluation nicht? Was macht eine Rücknahme des Hochschulfreiheitsgesetzes aus Ihrer Sicht tatsächlich erforderlich? Und warum sind Sie mit der exzellenten Arbeit unserer Hochschulen unzufrieden? Wir Liberalen sind stolz auf die Arbeit der NRW-Hochschulen. Wir wollen Ihre Freiheit und Eigenverantwortung stärken und weiterentwickeln. Sie verdienen keinen Rückschritt in die hochschulpolitische Steinzeit. Vielleicht lässt sich in den Beratungen das Schlimmste noch verhindern. Und Herr Kollege Schultheiß, Frau Kollegin Seidel, seien Sie sicher, wir werden mit sehr konstruktiven Vorschlägen in die Beratungen reingehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Freimuth. Für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Bell. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ich habe beim letzten Mal an dieser Stelle sehr ausführlich zu der Frage, welcher Sprachstil wird in dieser Debatte eigentlich zugrunde gelegt, gerade von Ihnen, Herr Dr. Berger, Stellung bezogen. Und ich kann heute konstatieren, leider bleiben Sie Ihrem Stil treu. Es ist aus meiner Sicht wirklich ein schlechtes Zeugnis, was Sie als Sprecher der größten Oppositionsfraktion hier im Haus sich selber ausstellen, mit der Art und Weise dieses Umgangs mit diesem Gesetz und den Kommentierungen, die Sie hierzu entsprechend abgeben. Zwei Dinge will ich aber doch noch mal auch besonders herausstellen, weil das finde ich schon bemerkenswert. Die Tagesordnung in diesem Parlament wird durch den Ältestenrat festgelegt. Einstimmig, ja, Herr Hafke, Sie müssen schon darauf einlassen, wenn jemand ein derartig blödes Zeug erzählt wie Herr Dr. Berger, dass ich in der Replik auch darauf eingehe. Die Tagesordnung dieses Parlaments wird durch den Ältestenrat festgelegt. Der Ältestenrat hat einstimmig diese Tagesordnung festgelegt, mit der entsprechenden Festlegung auch, dass dieser Tagesordnungspunkt zu diesem Zeitpunkt aufgerufen wird. Und Sie beschweren sich, das Ministerium hätte Einfluss darauf genommen, die Ministerin hätte Einfluss darauf genommen, dass dieser Tagesordnungspunkt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr prominent diskutiert worden wäre. Mein lieber Herr Dr. Berger, ob dieser Tagesordnungspunkt prominent diskutiert wird oder nicht, hat da wohl entscheidend auch damit zu tun, wie Sie es schaffen, Ihre Kolleginnen und Kollegen auch in diese Plenarsitzung entsprechend reinzubringen und welchen Gewicht Sie dieser Debatte entsprechend auch reinnehmen. Ich würde an der Stelle wirklich ein bisschen zurückhaltender sein bei der Frage, wie Sie es aufrufen. Und der zweite Punkt, den ich auch nur der guten Ordnung hier aufrufen möchte, Herr Dr. Berger. Sie haben meinen Kollegen Karl Schultheiß gerade hier im Plenum der Lüge bezichtigt. Und ich sage wirklich, Sie haben gesagt, er hätte gelogen an der Stelle. Und ich sage, wissen Sie, ich finde wirklich, Sie sollten aufpassen, dass Sie hier im Haus überhaupt noch ernst genommen werden bei bestimmten Debatten. Mein Eindruck ist, Sie nehmen sich aus jedem Diskurs konstruktiver Art um dieses Gesetz raus. Sie wollen sich überhaupt nicht einbringen. Ihre wissenschaftspolitische Leistung in diesem Plenum ist Klamauk, Überspitzung und sonst nichts weiteres. Nein. Ach, Herr Hafke, wissen Sie, wir können in Wuppertal gerne noch weiter diskutieren miteinander. Ich habe übrigens noch fast 3 Minuten, wenn Sie wollen, nehme ich die auch noch weiter. Frau Freimuth, auch Sie in der Zuspitzung, die ich ja durchaus auch zugestehe, finde ich, sollten aufpassen, dass nicht bestimmte Bilder hier auch geliefert werden, die schlichtweg doch auch mit dem Gesetzentwurf gar nichts zu tun haben. Sie versteigen sich hier und sagen am Beispiel der Berufskolleg, dass ja dann möglicherweise sogar intendiert wäre, dass in Zukunft auch ein Zwang zur Aufnahme von Studien von uns angestrebt würde. Das war Ihr Beitrag. Und da sage ich auch mal an dieser Stelle, wenn wir wirklich ernsthaft, und ich habe ja jetzt Ihren letzten Satz aufgenommen, dass Sie konstruktive Vorschläge auch einbringen werden wollen in diese Debatte. Wenn wir ernsthaft über dieses Gesetz miteinander reden wollen, dann wird das maßgeblich auch von dem Stil abhängen, wie wir in der Debatte miteinander umgehen. Ich sage Ihnen das, weil natürlich das für die Frage, wie die Debatte auch in der Perspektive im Ausschuss und inhaltlich dann ablaufen wird, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung ist. Wir stehen bereit, diesen Gesetzentwurf mit Ihnen zu diskutieren, aber nicht, Herr Dr. Berger, auf dem Niveau, so wie Sie auch heute hier wieder unterwegs sind. Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen, auch in Richtung der Piraten, zu der Frage Open Access. Karl Schultheiß hat vorhin gesagt, dass dies ein Thema ist, was sich wirklich auch lohnt zu vertiefen. Insoweit auch von meiner Seite aus,
Wir freuen uns auf die Debatte im Ausschuss, weil das wirklich auch ein wichtiges Thema ist für die Frage der Weiterentwicklung der Hochschullandschaft. Ich hoffe, dass wir da zu einem guten, offenen, konstruktiven Dialog kommen. Bin aber sicher, dass wir hier entsprechend da auch eine vernünftige Gesprächsebene hinbekommen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bell. Für die CDU-Fraktion hat Herr Dr. Berger das Wort. Ja, ich bin als Meldung angekommen. Also wir haben hier eine Reihenfolge. Wir haben eine Reihenfolge, Herr Kollege, von den Fraktionen her, und danach ist dann jetzt die CDU dran. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Da möchte ich nur noch mal ganz kurz zu einigen Argumenten Stellung nehmen. Bitte, Herr Bell, Sie haben Ihre Redezeit jetzt ausschließlich dazu genutzt, sich mit meiner Person oder überwiegend dazu genutzt, sich an meiner Person abzuarbeiten. Das hätten Sie vielleicht nicht so tun müssen, aber in einem Punkt will ich doch noch mal wiederholen, weil er so war. Herr Schulteis hat hier nicht entsprechend dem Gesetzestext argumentiert. Er hat an diesem Mikro nicht die Wahrheit gesagt, ergo hat er gelogen. Da bleibe ich bei. Denn der Landeshochschulentwicklungsplan wird eben nicht gemeinsam mit dem Parlament entwickelt und abgestimmt. Er wird im Benehmen vorgelegt und fertig. Und das ist Regierungshandeln in Verbindung mit Rahmenvorgaben. Geht das alles am Parlament vorbei ins Ministerium und niemand von uns hat mehr irgendeinen Einfluss auf die Wissenschaftspolitik. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulteis zulassen? Bitte. Ja, also so sensibel bin ich nicht, obwohl man mit der Frage Unwahrheiten und Lügen muss man ja auch im Parlament vorsichtig sein. Aber ich frage Sie einfach, ob Sie doch hier zur Kenntnis nehmen mögen, dass das, was wir heute hier in erster Lesung beraten, ein Gesetzesentwurf ist und noch nicht das beschlossene Gesetz. Und wir uns auch nicht im Endzustand der Geschichte befinden. Können Sie dem zustimmen? Bitte schön, Herr Kollege. Also in der Tat, wir beginnen eine Debatte um ein Gesetz. Dennoch ändert es nichts an der Tatsache, dass Sie den Gesetzestext, auf deren Grundlage wir hier stehen, falsch wiedergegeben haben, die Unwahrheit gesagt haben. Und deswegen bleibe ich dabei. Und jetzt noch ein Satz zu diesem Argument, dass andere Bundesländer ja so ein Gesetz, wie wir es haben, nicht übernehmen würden. Ja, lieber Gott, wir können uns mit anderen Bundesländern so einfach nicht vergleichen. Bayern hat wenige Hochschulen, viel mehr Geld. Wir haben 30 Hochschulen und viel weniger Geld. Da soll mir doch mal einer erklären, dass man viele Hochschulen in Nordrhein-Westfalen besser zentral aus einem Ministerium führen kann. Ja, dieser Idee folgt in Nordrhein-Westfalen kein Mensch. Und deshalb bitte ich Sie, ziehen Sie diesen Entwurf zurück. Jeder versteht doch, dass Sie es im Ministerium nicht besser wissen als die Professorinnen und Professoren vor Ort in den Hochschulen. Und das ist auch der zentrale Punkt der Auseinandersetzung. Sie werden davon nicht abrücken. Sie wollen als Regierung entscheiden, worüber geforscht wird, was gelehrt werden soll. Das ist die Intention Ihres Gesetzes. Und das werden wir als Parlamentarier entschieden bekämpfen. Und ich fordere mindestens noch mal die Grünen und die Piraten auf, den Punkt Rahmenvorgaben und Landeshochschulentwicklungsplan in dieser Form als Parlamentarier nicht mitzumachen. Das ist einer Wissenschaftspolitik des größten Bundeslandes in Deutschland unwürdig. Herr Kollege, würden Sie noch eine Frage von Professor Seidel zulassen, die sich gemeldet hat? Frau Dr. Seidel. Ja, bitte. Dann äußern Sie sich auch mal direkt zu den Rahmenvorgaben. Ich werde mich überhaupt nicht dazu äußern, Herr Berger. Herr Berger, ich habe eine Frage an Sie, und zwar in Bezug auf den Landeshochschulentwicklungsplan, weil Sie sagen, das Ministerium im Benehmen. So, hier steht im Gesetz, ich habe mir das noch mal angeguckt, zur Steuerung des Hochschulwesens beschließt das Ministerium auf der Grundlage vom Landtag gebilligter Planungsgrundsätze. So, können Sie mir erklären, was das heißt, den Landeshochschulentwicklungsplan? Können Sie das mal übersetzen? Dann kommen wir nämlich zu dem Ergebnis, wer hier was beschließt. Beschließt, bin schon, Herr Kollege. Das steht weiter drin, legt die Regierung eine Verordnung vor im Benehmen mit dem Landtag. Fertig, aus. Die Regierung legt eine Verordnung vor im Benehmen mit dem Landtag. Das ist Wesenskern dieses Paragraphen. Und im Übrigen sage ich Ihnen, Sie haben es doch erkannt, Frau Seidel. Sie waren es doch, die eine Pressemitteilung rausgegeben hat und gesagt hat, naja, diese Rahmenbedingungen, die können wir so nicht mitmachen. Wir brauchen mindestens mal einen Parlamentsvorbehalt. Das war Ihr Argument, das Argument der Grünen. Und genau das sage ich ja auch.
wenn wir die Politik aus dem Parlament herausholen und ins Ministerium verlagern, ja, dann können wir direkt alles ins Ministerium geben. Und deshalb, Frau Seidel, fordere ich Sie auf, treten Sie mit an diesem Punkt an die Seite der Kritiker. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Berger. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Bayer. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und apropos Gegenvorschläge, Frau Ministerin Schulze, hier die versprochene Horizonterweiterung. Wir sollten an dieser Stelle nicht nur über Hochschulautonomie, sondern auch über Wissenschaftsautonomie reden und die Unterstützung und Stärkung durch den Gesetzgeber. Und Frau Ministerin Schulze, in Ihrer Aufzählung des bestehenden Hochschulfreiheitsgesetzes steht gerade, oder des bestehenden Hochschulgesetzes fehlte noch, keine Fragen zur Veröffentlichung und Verbreitung der Forschungsergebnisse und Wissen. Es geht in unserem Antrag um Open Access, es geht um die Hochschulzukunft und es geht um die Zukunft des Wissens in unserer Gesellschaft. Und Herr Schultheiß, Herr Bell, gerade am Anfang der Geschichte möchten wir explizit die Aufnahme von Open Access in das Gesetz dringend empfehlen. Das wäre nämlich sehr passend. Nur ein zentrales Portal allerdings reicht nicht. Ein Portal ist auf Infrastruktur, auf eine breite und dezentrale Infrastruktur angewiesen. Wir gehen in der Gesellschaft vielfach davon aus, dass Wissen sei eine Ubiquität. Wir wollen Wissensgleichstand, wir wollen Informationsgerechtigkeit. Das ist ein hohes Gut und überdies eigentlich auch Voraussetzung für das Funktionieren des Marktes und der Gesellschaft. Wissen ist die Grundlage von Bildung und Kreativität und die Basis zukünftiger innovativer Lösungen. Doch wie sieht die Realität aus? Und auf welche Zukunft bewegen wir uns dazu? Wissen wir Bescheid? In Zukunft werden wohl immer weniger Bescheid wissen, wenn wir die Digitalisierung und damit den Zugang zu Wissen unnötig erschweren. Doch genau das passiert, wenn die Gewinne alter Geschäftsmodelle beim Publizieren wissenschaftlicher Kenntnisse durch haarsträubende gesetzliche Einschränkungen gerettet werden. Dabei sollte vor allem eins gelten. Aus öffentlichen Geldern geförderte wissenschaftliche Arbeit muss auch der Öffentlichkeit zugutekommen. Es geht hier nicht um Freizeitlektüre, es geht um die wissenschaftliche Literatur und die Publikationen der Forschungsergebnisse, an denen unsere Wissenschaftler mithilfe öffentlicher Gelder und der öffentlichen Infrastruktur geforscht haben. Kosten der Publikationen fallen so oder so immer an. Es geht mir um den optimalen Einsatz der Mittel. Wo genau besteht Handlungsbedarf? Seit über einem Jahrzehnt gibt es sehr erfolgreiche Initiativen der Open Access Bewegung. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind da schon sehr weit. In Open Access teilweise Standard. Max-Planck-Gesellschaft titelt, Open Access ist nicht zu stoppen. Die EU setzt ausschließlich zum Beispiel bei Horizon 2020 auf Open Access. Die renommierten Universitäten im Ausland haben bereits lange umgestellt. In den anderen Bundesländern wird nun endlich auch auf politischer Ebene diskutiert. Und oftmals sind bereits die Bibliotheken echte Vorreiter und es sind einzelne, vor allem technische Fachbereiche, die schon weit voraus sind. Gerade Bibliotheken haben Probleme mit hohen Lizenzkosten für Zeitschriftenabos, die dann nur ein- bis dreimal pro Jahr überhaupt ausgeliehen werden. Ich komme zum Schluss. Open Access ist also lange bekannt und stellenweise schon etabliert. Also um es klar zu sagen, wir brauchen keine Pilotprojekte oder dergleichen. Was allerdings fehlt, ist eine flächendeckende, strategisch angelegte Förderung von Open Access an den Hochschulen in NRW. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir werden ja noch ausreichend Zeit für die Debatte haben. Deswegen will ich auf drei Punkte nur noch einmal kurz eingehen. Der erste Punkt. Es stimmt nicht, dass die Mittel für die Hochschulen stagnieren, wie das hier eben in der Debatte behauptet wurde. Seit 2010 sind die Mittel für die Hochschulen um 30% gestiegen. Da kann man nicht von Stagnation sprechen. Der zweite Punkt. Die Landeshochschulentwicklungsplanung.
Die ist in § 6 Absatz 2 ganz ausführlich dargelegt. Und deswegen ist es mir wichtig, dass das auch schon hier in der ersten Runde im Parlament sehr deutlich verstanden wird. Das schafft völlig neue Möglichkeiten für das Parlament. Es wird in Zukunft so aussehen, dass Sie hier im Parlament Planungsgrundsätze für die Landeshochschulentwicklungsplanung verabschieden. Dann werden wir mit den Hochschulen und deren einzelnen Entwicklungsplänen einen Abgleich machen als Ministerium. Und dann werden Sie das Ganze noch einmal sehen, nämlich in einer zweiten Phase wird der Landeshochschulentwicklungsplan dann mit all dem abgestimmt mit den Hochschulen hier noch einmal zum Benehmen dem Landtag vorgesetzt. Also zweimal sind Sie in diesem Prozess dann als Parlament beteiligt. Das ist ein enormer Zuwachs an Möglichkeiten für das Parlament. Und der dritte Punkt. Wenn ich mir die Debatte ansehe, dann ist es so, dass die eine Seite des Parlaments mir vorwirft, es sei zu viel Freiheit. Und die andere sagt, es ist zu wenig Freiheit für die Hochschulen. Die eine Seite sagt, es ist zu wenig Transparenz. Die andere Seite sagt, es ist zu viel Transparenz in diesem Gesetz. Die eine Seite sagt, es ist zu viel Einfluss der Hochschulräte. Die andere Seite sagt, es ist zu wenig Einfluss der Hochschulräte. Piraten sagen, es ist zu wenig demokratische Teilhabe. Sie sagen, es ist zu viel demokratische Teilhabe. Und das behindert die Prozesse in der Hochschule. Wenn ich mir diese Debatte angucke und die beiden Seiten, die hier zu Wort gekommen sind, dann sage ich, das ist ein ausgewogener, ein guter Gesetzentwurf, den wir jetzt auf den Weg bringen. Das ist genau das, was der Debatte jetzt angemessen ist. Wir fallen in keine der Extremen, die hier in der Debatte jetzt waren, sondern wir legen einen ausgewogenen, einen guten Gesetzentwurf hier vor. Und ich freue mich jetzt auf die weitere Debatte mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind damit am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Erstens über den Gesetzentwurf Drucksache 19/5410. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 19/5410 an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, Forschung federführend, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19/5476. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages, Drucksache 19/5476, ebenfalls an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich auch um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Auch diese Überweisungsempfehlung ist einstimmig angenommen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 7 erledigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt.